Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Paladins Battle. Ja, mal wieder ein kleiner Hinweis vom Spiel her. Und zwar gibt es eine neue Tastenbelegung. Ja, zur Einführung vom Crossplay werden mit Patch 2.2 alle Tastenbelegungen auf die Standardwerte zurückgesetzt. Paladins Champion of the Realm, Ausrufezeichen ist hier noch schön als Bild. Ich dachte so, ist ja vielleicht irgendwas Wichtiges oder so. Nee, dabei ist das einfach nur, ja, dass die Tastenbelegung zurückgesetzt wird. Das heißt, sie darf auch erstmal wieder Tasten neu belegen. Ne? Und noch etwas Schönes. Ich habe jetzt die 600 Edelsteine zusammen, Leute. Moment, jetzt hängt sich gerade das Spiel auf, Leute. Und jetzt ist noch etwas, Leute. Ich habe beim Battle Pass. Noch etwas, Leute. Beim Battle Pass habe ich jetzt endlich die Möglichkeit. Ich kaufe mir den Battle Pass, Leute. Ich kaufe ihn mir wieder. Und ich müsste auch mal zusehen, ab sofort immer ein paar Edelsteine zu sammeln. Der wird natürlich direkt ausgerüstet. Was gibt's noch? Der Rahmen. Den finde ich nicht so besonders. Boah, komm, das rüste ich auch aus. So. Und natürlich kriegen wir jetzt auch noch nachträglich alle Sachen, wie wir bis dato freigeschaltet haben. Ich habe leider nur 7 Level. Ich sollte mich vielleicht mal einen Tag hinterklemmen und so ein paar Level machen, weil dann kriege ich ein paar Edelsteine wieder, Leute. Von daher, so viel zum Thema Patch 2.02. Das erstmal und auch in eigener Sache, wie gesagt, ich habe jetzt ja immerhin das neue Gefährt, den... Wo ist er denn? Ach, der wird gar nicht hier angezeigt, okay. Nee, Moment. Der wird angezeigt, bloß nicht. Moment, so. Da. Den Alpha-Raser. Oh Gott. Holy shit. Leichter Bug. Aber ich finde ihn ganz schnieke, muss ich ja lassen, Leute. So ein. Eigentlich könnte man sagen, so ein. Ach, wie heißen die? So ein Jetski an Land, ne? So könnte man sagen. Na gut, never mind. Lange Rede, kurzer Sinn. Auf jeden Fall freut euch heute auf das Battle. Ne? Und ja. Kleine Vorab-Info nochmal, bevor es natürlich losgeht. Ich werde heute nach längerer Zeit mal wieder mit Maldamba spielen. Ich glaube, den habe ich auch schon seit längerer Zeit nicht mehr gespielt. Kann sich aber ändern, falls ich nochmal nachgucke, ob sich nicht doch vor kurzem erst reingeschlichen hat. Dann werde ich irgendjemand anderen ausholen. Alles erwähne ich ja dann nochmal. Oder ihr werdet es ja dann sehen. Von daher, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sehen uns dann im Battle wieder. Von daher, bis gleich. Hallo Leute und herzlich willkommen an der Stelle nochmal. Ich habe ja schon beim letzten Mal aufgenommen, eine Vorab-Info. Da war meine Freundin auch noch im Hintergrund dabei. Jetzt nochmal eine kleine Schlüssel-Info nochmal zusätzlich, nachdem wir halt so schön schon die Tasten sich geändert haben. Neues Event, Ende. Entschuldigung, neues Event. Endzeit. Neue Omega-Skins, neue Quests. Bis zum 27. freischaltbare Belohnungen. Und zwar, und das ist meine Meinung, bevor jetzt jemand irgendwas anderes sagt hier von wegen, nee, du lügst und so Scheiß. Ich finde, es ist ganz dicht an Matrix angelegt. Angelehnt. Weil, einfach mal der verdammte Skin hier oben schon im Hintergrund diese Roboter aus Matrix einfach im Hintergrund hat. Das sieht man auch, wenn das Spiel startet im Ladebildschirm, also in so einem kleinen Fenster, ja. Gut, was... Oh, okay. Wir kommen sogar direkt da rein. Omega Terminus. Alter! Okay, muss ja lassen, das ist ja mal richtig nice. Ja, hier sind noch die ganzen anderen Skins, die wahrscheinlich noch kommen sollen. Ja, Belohnungen. Oh. Ja. Also, Questen schön und gut kann ich machen, aber es hat wieder was mit diesem Prinzip zu tun, man muss Geld reinstecken, um was rauszuholen. Na gut, wenn das so ist. Ach ja, genau, ich habe noch Truhen. Truhen kann ich auch mal eben öffnen. Part wird heute eh extrem kurz, das tut mir sowieso leid. Warum hier 125? Was soll das? Achso, das ist für die Truhe. Ja, das war's dann auch schon. Ja, Battle Pass bin ich noch nicht allzu weit. Ihr seht gerade mal Level 9. Obwohl ich mir das halt
freigeschaltet habe. Ne? Omega Terminus. Naja. Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Den Battle Pass werde ich wahrscheinlich nur maximal, wenn es hochkommt, bis Level 30 schaffen. Ich werde mich... 0 Tage verbleibend? Hä? Sind noch nicht... Sind noch keine 30 Tage rum. Never mind. Ja, mal gucken. Vielleicht schaffe ich es noch bis Level 30, voraussichtlich. Aber wahrscheinlich heute nicht mehr. Also wenn das abläuft, dann habe ich halt die 600 Kristalle in den Wind geschossen. Und dann werde ich beim nächsten Battle Pass einfach mal nicht mit einsteigen. Einfach weil... Ja. Ja, das muss ein Fehler sein. Ah ja, genau. Und was ja auch noch ist, das müsste bei mir schon sein. Moment, wo ist der Shop? Der Item Shop, genau. Ist schon wieder auf I. Ich habe das gerne auf den Mausrad, also dass ich einfach mittlere Maustaste drücke. Weil kommt mir einfach angenehmer vor, ne? Und naja. Ja, möchte ich bitte anwenden. Wenn sonst noch irgendwas ist mit den Tasten. Obwohl, warte mal, wir können ja mal kurz gucken. Hier Audio. Champion Musik ist aktiv, Lautsprecher ist richtig. Sprache aktiviert ist deaktivieren. Ist deaktiviert, Gottes Willen. Gut. Ja gut, das sollte es eigentlich gewesen sein. Es ist halt mir wieder ins Gesicht gesprungen, als ich das Spiel gestartet habe. Mal wieder. Und ja, ich würde sagen, momentan sieht das ja ganz gut aus. Habe jetzt momentan alle Champions, die es dazu gibt. Habe momentan ein Drittel der Skins, wenn es hochkommt. Sogar ein klein wenig weniger als ein Drittel. Und hab ein Achtel? Ein Siebtel? Keine Ahnung. Auf jeden Fall relativ wenig von den Reittieren. Aber die sind auch nicht so 100% relevant. So, ich habe übrigens herausgefunden, dass mein Kommentator getauscht worden ist. Suit up, Soldier. Come back safe, Pilot. That's 11 in a row. Rare. A fine trophy. Okay. Das möchte ich ungern drin haben. Ich mache einfach mal für heutige Aufnahme eh mal wieder auf Standard. Weil irgendwie vermisse ich das auch ein bisschen. Und der andere ist mir ein bisschen zu über mittlerweile auch wieder. Vielleicht hole ich mir auch irgendwann mal die russischen, polnischen und was weiß ich was alles vertreten ist. Einfach aus Spaß, an der Laune. Und ja, wer weiß. Ah, man kann auch auf Standard zurückstellen. Okay, egal. Lange Rede, kurzer Sinn. So viel sei dazu gesagt. Ich werde natürlich gucken, ob ich vielleicht den Battle Pass noch zu einer bestimmten Stufe bringe. Aber zumindest bis Stufe 17 vielleicht, dass ich noch eine Truhe mit öffnen kann. 18, wenn träumst, dann habe ich noch ein paar Edelsteine. Aber ansonsten ist das halt momentan einfach nur schlecht gelaufen für mich. Kann halt mal passieren. Kommt mal vor, ne? Ja. Aber... Ich muss mal aktiver wieder spielen. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte eh Schwierigkeiten, das Spiel zu starten, mal abgesehen davon. Aber ich hoffe, dass das ab jetzt nicht mehr so ist. Von daher, man hört sich im Battle wieder. Und von daher, bis dahin, bis gleich. Man hört sich. Ja, Leute, ich weiß, jetzt wird es auch einfach nur noch affig. Mittlerweile das dritte oder vierte, was ich jetzt als Art Nachtrag oder Eintrag oder Zutrag, was auch immer, hinzufüge. Und zwar Valentins-Event. Schalte am 14. Februar für deinen ersten Sieg des Tages den Herz-Dame-Avatar frei. Problem ist, wir haben den 15. mittlerweile bei mir. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme. Und ja, somit fällt das außen vor. Und es gibt das Endzeit-Event jetzt hier einfach über den normalen Spielmodus anzuwählen. Das habe ich noch vergessen beim letzten Mal zu erwähnen. Das wollte ich dann irgendwie noch nachtragen, aber dann habe ich gedacht, komm, machst du später, machst du dann. Ja, Battle Pass ist immer noch 0 Tage verbleibend, ist aber noch vorhanden. Heißt, ich werde da noch heute aktiv spielen. Also BZW für euch vorgestern, für mich heute. Ihr wisst, wie ich das meine. Nee, vorgestern. Vorgestern?
Doch, vorgestern macht mehr Sinn, weil vorgestern ist Samstag. Entschuldigung. Auf jeden Fall, nee, warte mal. Wenn ich von Sonntag ausgehe, ist vorgestern Freitag. Gottes Willen, es tut mir leid, mein Gehirn. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sehen uns auf jeden Fall jetzt diesmal wirklich in der Runde wieder. Und von daher, bis gleich in der Runde. Und viel Spaß. Wie gesagt, es bleibt dabei, wir spielen mit Mel Dumba. Bis denne. Ja, und somit hallo und herzlich willkommen in die Runde rein. Ich hoffe, dass heute nichts mehr Unerwartetes kommt. Vorhin habe ich eine Aufnahme machen wollen. Da war einfach alles zurückgestellt von den Optionen. Es kann angehen, dass es dort und da vielleicht mal ruckelt. Ich hoffe mal nicht. Es ist einfach nur furchtbar momentan. Also, es liegt am Paladins, nicht an mir. Warum kann ich nicht auf? Ja, ich will mal hoffen, dass es sich jetzt beruhigt hat. Ich hoffe, dass jetzt einigermaßen vernünftig läuft. Ich hoffe, dass ich nicht mehr im Spiel zu hören bin. Umgekehrt hoffe ich, dass keiner zu hören ist, wenn der quatscht, derjenige. Ich habe das alles ein bisschen, können wir sagen, optimiert? Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich, halt mich versucht zu bemühen, die Optionen weitgehend wieder zu übernehmen, die ich hatte. Musste dafür tatsächlich in einen der älteren Parts reinloopen, ganz kurz, weil ich anhab, was ich aushab und so weiter. Ich habe vergessen, dass ich eine F-Taste habe. Never mind, mein Team macht das. Also, hoffe ich. Betonung lag ja bei, hoffe ich. Hä? Moment! Guckt hin! In der Abhau-Mechanik. Ich war schon lange in der Abhau-Mechanik, also in diesen F-Taste-Ding drinne. Ja, da würde ich mal sagen, Satz mit X, das war wohl nix, ne? Alter! Ich bin so raus, was Mel Dumba anbetrifft, ne? Muss ich dazu sagen. Ich habe eh so das Gefühl, dass es einfach nichts mehr bringt, mit dem zu spielen. Weil einfach alle anderen so übertrieben sind, also vom Gefühl her halt einfach. Oder es liegt einfach an dem anderen Team, da sind nämlich zwei hochlevelige Gegner drin. GG. Naja, der Part ist eh schon lang genug an sich, weil ich ja viel Information reingepackt habe. Und ich auch noch eine Information zum Ende habe, weil ja jetzt bald das Thema durch ist mit den 100 Folgen. Hätte ich nie erwartet, dass das irgendwann geschieht übrigens. Nur mal so nebenbei erwähnt sei. Okay. Group up. Attack up the middle. That's too bad. Bulldozer. Was hat denn mit Bulldozer? Be careful, middle. Attack up the middle. Point spawn in 15 seconds. Defend the middle. Flank right. 5, 4, 3, 2, 1. Attack of the middle. Group up. Ich
Leute, bitte. Oh, Gottes Willen. Das ist eigentlich wieder so ein Spiel, was man eigentlich keinen zeigen möchte. Man könnte aber auch wieder behaupten, von wegen, ja, das sind alles Hacker und so weiter, so wie ich ja auch ab und zu mal gerne mache. Einfach mal just for fun auch. Okay, das war noch rechtzeitiges Timing. Leute, bitte. Bitte, macht es. Ah, komm schon. Da habe ich so schön mich von hinten noch angeschlichen, habe alles da Möglichste getan. Ne? Alter, das darf doch nicht wahr sein. Ihr habt das gesehen, ne? Ja, Sniper, alles klar, läuft bei denen. Ja, ist klar, schießt auf Treppe. Schießt auf Treppe und trifft mich. Tut mir leid, dass ich... Das sehe ich nicht ein. Schießt auf Treppe und trifft mich. Also... Kann auch sein, dass das durch die Verzögerung kommt vom Internet, USB, ist mir klar. Aber ganz ehrlich, das ist doch einfach nicht... Nein, einfach nein. Ja, toll. GG, nice Hacker. Also ganz ehrlich... Also Sniper ist maybe Hacker oder hat halt eine Internetleitung direkt am Spot, also direkt am Server sitzen. Wobei ich ja das private Spiel in Anführungszeichen ja gehostet habe, also irgendwie leicht Sinn macht das nicht. Ja, und da ist dieser sogenannte Lag, den ich meinte, der kommen könnte. Ich krieg's kotzen. Vor allem in den Augenblick, wenn... Ach, ich krieg's doch nicht. Ich krieg's doch nicht auf die Reihe, das ist doch nicht wahr, ey. Da, bei sowas kriege ich halt das Kotzen, wenn mitten im Spiel... Ja, ist klar, Leute. Ist klar, ja, ist klar, Leute. Bitte nicht... Alter, warum habe ich jetzt nur noch verdammte 13 FPS? Gottes Willen, ich krieg richtig hart das Kotzen gerade. Alter. Ja, also Hacker confirmed, würde ich sagen, weil wegen Ruckeln. Ja. Also, Hacker confirmed, Hacker hat mich gerade gedidost, sonst hätte ich nicht so niedrige FPS gehabt. Nee, keine Ahnung, was soll denn der Scheiß? Mal sehen, ob man das da jetzt gleich sieht, dass sie halt immer nur daneben schießt. Oder ob sie wirklich 100%ig Aim hat. So, da hat sie halt drauf gewartet, das ist klar. Nebengeschossen eigentlich. Also... Rein hypothetisch hat sie daneben geschossen, aus meiner visuellen Ansicht her. Kann mich natürlich täuschen, müsste man noch genauer in der Zeitlupe oder so erfassen. Aber ganz ehrlich, dafür, dass es jetzt 9 Minuten immerhin gegangen ist, allein schon dieses Match. Es fängt wieder an zu rühren. Danke, Spiel. Weiß ich, was du von mir hältst. Nee, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß nur, es ruckelt extrem momentan. Ich habe eigentlich schon in der Option alles so eingestellt, wie ich es hatte. Was ich noch machen könnte, Betonung liegt auf könnte, wäre Anti-Aliasing an. Aber lasse ich mal wieder, lieber. Änderungssprache, nein. Also ich muss mal gucken über die Tage, wie sich das verhält. Weil ich muss ja auch noch für die nächste Woche Ende aufnehmen, Wochenenden aufnehmen. Also wird schwierig, wenn das genauso dann anfängt. Ich hoffe, dass es einfach jetzt noch daran liegt, einfach, dass, naja, es das Spiel ist einfach. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bedanke mich auf jeden Fall wieder fürs Zuschauen, fürs Dranbleiben und ich entschuldige natürlich den Ruckler. Und von daher würde ich sagen, man hört und sieht sich beim nächsten Mal wieder. Und von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Stars, haut rein und ciao.